Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Overdrive, Distortion und Fuzz? Die haben ja alle irgendwie was mit verzerrten Gitarren zu tun, klingen aber dann doch sehr unterschiedlich. Wo Overdrive aufhört und wo Distortion anfängt und was Fuzz mit diesem Ganzen zu tun hat, darum geht's in diesem Video. Um die Unterschiede zwischen den einzelnen Verzerrgraden zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, wo diese Unterschiede überhaupt herkommen. Fangen wir mal mit dem subtilsten der Effekte an, und zwar dem Overdrive. Der Begriff Overdrive beschreibt eigentlich schon ziemlich gut, was bei diesem Effekt überhaupt passiert. Denn ursprünglich kommt der Overdrive daher, dass Gitarristen die Endstufen ihrer Verstärker überfahren haben. Also wenn man eine Endstufe aufdreht, den Verstärker in der Endstufe aufdreht, nennt man das Anfahren. Also man fährt die Endstufe an. Und was sie eben gemacht haben, ist, die damaligen Röhrenverstärker komplett aufzudrehen, um diese Röhren etwas zu heiß anzufahren bzw. zu überfahren. Und dieser eigentlich ungewollte Effekt der Verzerrung, nämlich dass die Röhre zu stark arbeitet und dann anfängt, den Sound zu verzerren, indem sie eben neue Obertöne schafft. Denn das ist genau das, was bei Verzerrung passiert. Es wird in dem Obertonspektrum oder in dem gesamten Frequenzspektrum werden neue Obertöne hinzugefügt. Das ist dann eben der Sound, der diesen Overdrive-Gitarrensound überhaupt erst ausgemacht hat. Das heißt, merken wir uns, in den ursprünglichen Gitarrenverstärkern gab es vor allem Endstufen, die wurden komplett aufgedreht, also überfahren oder overdriven, um eben diese Zerre in die Gitarre reinzukriegen. Und dieser erst eigentlich ungewollte Nebeneffekt wurde halt von Gitarristen immer mehr forciert, sodass die Hersteller von den Verstärkern irgendwann auch anfingen, bewusst die Verstärker so zu bauen, dass man eben diese Endstufen leichter überfahren konnte, um eben leichter in diesen Overdrive-Sound reinzukommen. Der Distortion Sound wurde nicht zuletzt möglich, da die Verstärkerhersteller ab Mitte der 70er Jahre anfingen, Vorstufen in ihre Amps einzubauen. Bisher gab es immer nur Endstufen, also den Master-Regler. Und ab 1975 brachte Marshall einen Verstärker auf den Markt, der auch ein Gain, also eine Vorstufe hatte. Deshalb bezeichnet man stark verzerrte Gitarren auch als High Gain. Denn überhaupt um diesen starken Verzerrungs- oder eben Distortion-Grad zu erreichen, musste die Gitarre schon in der Vorstufe und im Idealfall auch nochmal in der Endstufe verzerrt werden. Denn Distortion bedeutet grundsätzlich erst auch einmal nur Verzerrung, aber eben auch Entstellung und Verformung. Und dieser Distortion-Sound, wie ihr hören konntet, ist schon etwas schneidender, etwas massiver, etwas brutaler als nur der Overdrive-Sound. Beim Overdrive-Sound sind die einzelnen Anschläge und die einzelnen Töne eigentlich noch sehr gut erkennbar. In Distortion Sound verschmilzt das alles im Prinzip zu einer Wand bzw. zu einem Klang. Die Übergänge von Overdrive zu Distortion sind jetzt fließend. Es gibt nicht wirklich den Schnitt, wo man sagen kann, ab hier ist es jetzt noch Overdrive, ab da ist es schon Distortion. Ich finde, man kann immer ganz gut da unterscheiden, dass der Distortion Sound so eine gewisse schneidende Note bekommt. Ich habe euch dafür mal dieses Pedal von Boss mitgebracht, der Overdrive Distortion Verzerrer, denn da gibt es einen Regler, den Color-Regler, wo man zwischen Overdrive und Distortion wechseln kann. Und ich werde jetzt mal einfach nur einen Ton spielen und mal langsam von Overdrive zu Distortion wechseln, und ihr werdet sehen, dass es eine Stelle gibt, wo der Sound so etwas kippt, und da würde ich sagen, geht dann die Distortion wirklich los.
Dieser Übergang von Overdrive zu Distortion ist natürlich nicht einheitlich. Das ist jetzt mein Verständnis, wo ich sage, okay, ab diesem Grad der Verzerrung benutze ich den Begriff Distortion. Andere würden vielleicht früher oder später sagen, dass der Sound distorted ist. Aber wichtig ist einfach nur zu wissen, dass Overdrive und Distortion quasi ineinander übergehen, dass es dabei vor allem um den Grad der Verzerrung geht und dass beim Distortion-Sound eben das Gesamtsignal etwas gestörter, etwas stärker verformt wird als nur beim Overdrive-Sound. Fuzz ist etwas anders als die von Overdrive und Distortion, denn während bei Overdrive und Distortion die Röhren eines Verstärkers bewusst überfahren wurden, ist der Fuzz-Effekt tatsächlich durch einen kaputten Gitarrenverstärker entstanden. 1961 hat auf dem Song von Marty Robbins Don't Worry der Gitarrist Grady Martin über einen kaputten Gitarrenverstärker gespielt. Ich habe euch den Song mal verlinkt, das ist sehr lustig anzuhören, denn die Ästhetik von dem eigentlichen Song und von diesem sehr kaputt klingenden Gitarrenverstärker sind schon zwei sehr unterschiedliche, könnte man sagen. Sie haben das dann so veröffentlicht, aber ursprünglich war es wirklich nur so, dass die im Studio waren, der Amp war kaputt und er hat das, also die Röhren waren kaputt in dem Amp und er hat es einfach trotzdem genommen. Und diese kaputten Röhren haben eben einen sehr overdrivenen, sehr gebrochenen, sehr kaputten Sound produziert. Und Grady Martin hat dieser Sound dann so gut gefallen, dass er das im gleichen Jahr auf seinem eigenen Album oder auf seiner eigenen Platte verwendet hat und hat dann einen Song veröffentlicht mit genau diesem Sound, der The Fuzz heißt. Und das ist historisch alles natürlich nicht so hundertprozentig sicherbar, weil es gibt auch drei andere Geschichten, wo das Fuzz eigentlich herkommt. Aber ich finde diese Geschichte die glaubwürdigste, da eben dieser Gitarrist tatsächlich einen Song veröffentlicht hat, der auch The Fuzz heißt. Und das war so die Geburtsstunde des Fuzz-Effektes, wo eben dann ein kaputter Röhrenamp dafür gesorgt hat, dass eine neue Klangästhetik geschaffen wurde. Maestro hat dann mit dem FZ1 den allererste Pedal rausgebracht, das eben diesen Fuzz-Effekt simulieren sollte. Und ein sehr bekannter Song mit Fuzz-Gitarre ist Satisfaction von den Stones von 1965. Diese Hauptgitarre, die ist eben mit Fuzz gespielt. Und da könnt ihr hören, es klingt schon eher wie so ein bisschen brätige, so ein bisschen kaputte Gitarre. Der Sound des Fuzz-Effektes hat sich über die Jahrzehnte extrem verändert. Denn während es ursprünglich so dafür da war, um kaputte Röhren zu simulieren, ist es mittlerweile so, dass Fuzz-Effekte sehr einfach als Distortion-Pedale genutzt werden. Also ursprünglich diese Ästhetik von einer kaputten Röhre, die damals mit dem Fuzz simuliert werden sollte, ist jetzt so ein bisschen dem gewichen, dass viele Fuzz-Pedale einfach nur als Distortion fungieren. Und ich habe euch nochmal ein, zwei Beispiele aufgenommen, wo ich den Big Muff von Electro-Harmonix ein bisschen in unterschiedlichen Einstellungen gespielt habe, damit ihr mal so hören könnt, was ist nur ein leicht eingestelltes Fuzz und was ist so ein stark eingestelltes Fuzz. Hier ist es wichtig zu wissen, dass Fuzz sich mit der Zeit entwickelt hat. Während es am Anfang wirklich nur dazu da war, um diese kaputten Röhren zu simulieren und eben diesen Sound herzustellen von einem kaputten Verstärker, haben sich über die Jahrzehnte, in denen ja auch immer mehr Musik existierte oder sich entwickelt hat, die sehr oft verzerrte und distortete Gitarren gesetzt hat, sich eben auch die Hersteller dahingehend entwickelt, dass sie die Fuzz-Pedale so umgebaut haben, dass sie eben mehr einen distorted Gitarrensound produzieren, als wirklich nur diesen kaputten Röhrensound.
Auch hier gilt natürlich, dass Pedale unterschiedlich klingen. Wenn ihr verschiedene Fuzzpedale miteinander vergleicht, dann werdet ihr merken, dass es welche gibt, die etwas subtiler sind. Manche sind etwas bräziger, manche haben eine sehr starke Distortion, manche haben nur eine sehr schwache Distortion. Dann müsst ihr dann eben gucken, was so euer Soundempfinden am besten ausdrückt. Ich habe euch nochmal ein Video verlinkt, wo ich unterschiedliche Overdrive-Pedale miteinander verglichen habe. Wenn euch das Thema interessiert, guckt euch das Video gerne an. Checkt auch gerne meine Videos zum Verstärker richtig einstellen und zu welche E-Gitarre ist die richtige für euch. Da rede ich auch viel über Soundfindung, viel über Sounddesign mit mit Technik bei E-Gitarren. Und ich hoffe, das Video hat euch geholfen, ihr habt was gelernt. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos zum Thema Gitarre, besucht meinen Kanal, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.